Hey Max, politische Bildung war ja heute wieder mal Vollfahrt. Ich freue mich schon echt aufs Wochenende. Was hast du denn vor? Am Samstag richtig Party machen, aber nicht zu lange, denn ich will ja am Sonntag die EU-Wahl nicht verpassen. Mach doch lieber richtig Party und lass die EU-Wahl einfach aus. Die EU-Wahlen sind aber wichtig. Wieso? Die EU bringt mir so oder so nichts. What the heck, denkst du das im Ernst? Die EU ist wichtig für uns alle und auch für uns Jugendliche wird viel gemacht. Zum Beispiel. Ist dir dein Geld nicht wichtig? Denn die EU sorgt dafür, dass du einiges billiger bekommst. Zum Beispiel ist es dir möglich, aus jedem EU-Land um das gleiche Geld nach Hause zu telefonieren. Ist das nicht super? Echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber war das schon alles? Nein, nein, die EU hat noch einiges mehr zu bieten. Hast du dir schon einmal überlegt, was du nach der Schule machen willst? Ja, natürlich. Ich möchte unbedingt in Frankreich ein Auslandsstudium beginnen. Vor allem wegen der schnuckeligen Franzosen. Bei deinem Auslandsstudium erleichtert dir die EU einiges. Zum Beispiel gibt es hier das Erasmus-Programm, welches dir Förderungen bietet und dir deinen Auslandsaufenthalt sichert. Nach Frankreich kommst du ja auch nicht zu Fuß. Du musst den Flieger nehmen. Und wenn der Verspätung hat, bekommst du dank der EU Schadenersatz. Auch wenn du Geld in Frankreich abhebst, hat die EU außerdem für dich erreicht, dass du keine Gebühren zahlen musst. Wow, also die EU, die tut ja wirklich viel für mich. Dann darf ich wohl am Samstag doch nicht so viel feiern, denn jetzt möchte ich mich auch gerne einbringen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Das ist ganz easy. Du musst nur am 25. Mai deinen Vertreter für das EU-Parlament wählen. Bin ich denn überhaupt schon wahlberechtigt? Klar doch, du bist ja schon 16 Jahre und außerdem EU-Bürgerin. Und wie läuft dann die Wahl ab? Du hast mehrere Möglichkeiten, deine Stimme abzugeben. Entweder du gehst direkt in dein örtliches Wahllokal, wie zum Beispiel die Schule oder das Gemeindeamt. Oder, wenn du nicht zu Hause oder sogar in einem anderen EU-Land bist, musst du eine Wahlkarte beantragen und kannst dann auch dort in einem beliebigen Wahllokal wählen oder mit Hilfe der Briefwahl abstimmen. Egal welche Variante für dich passend ist, bei jeder bekommst du einen Stimmzettel. Auf diesen sind die Parteien aus deinem Land und ihre Kandidaten aufgelistet. Du kannst nur eine Partei wählen und wenn du zusätzlich eine Person innerhalb dieser Partei unterstützen willst, kannst du ihm eine sogenannte Vorzugsstimme geben. Naja, den Ablauf, den habe ich jetzt schon mal gecheckt. Aber wen kann ich eigentlich wählen? Bei dieser Wahl treten sechs Parteien in Österreich an, für die du abstimmen kannst. Anschließend werden im EU-Parlament Fraktionen gebildet. Diese setzen sich aus den jeweiligen Parteien mit denselben Interessen aus allen EU-Ländern zusammen. Insgesamt gibt es 751 Sitze im Parlament. Österreich zieht mit 18 Vertretern in dieses ein. Wie viele davon aus deiner Partei sind, hängt von den Wahlergebnissen innerhalb von Österreich ab. Also kurz gesagt, am 25. Mai wähle ich eine österreichische Partei. Diese kommt dann mit Vertretern in eine EU-Fraktion und diese vertritt dann meine Interessen in der EU. Ja, genau, du hast es erfasst. Du hast es ja vorher schon gesagt, ist ganz easy cheesy. Jetzt muss ich mich nur noch über die Parteien informieren und dann steht meiner Wahl nichts mehr im Weg. Genau, also handeln, mitmachen, bewegen und los geht's.